eingepackt. Die müsst ihr allerdings dann selber installieren. Ist aber nicht so schwer. So, dann schauen wir uns einmal noch mal ein schwierigeres Dokument an. Hops, ja, schwere Kost. Auch hier habe ich schon ein bisschen rumgemalt, ja. Das kann man dann alles machen. Hier haben wir ein gescanntes Dokument. Wenn der Hiwi nicht so viel Spaß gehabt hat am Scannen oder ihn nicht so gut bedienen konnte, dann hat er es nicht geschafft, es so zu scannen, dass der Text danach von einem Computer erkannt werden kann. Wenn ich hier was markiere, wird die ganze Seite markiert. Das bringt uns aber nichts, wir wollen ja was unterstreichen. Deshalb muss man dann sich halt hier so ein bisschen selber zu helfen, indem man dann eben mit Control-Command-I unterstreicht. Die Liniendicke kann man hier oben einstellen. Zack, dann unterstreicht man halt so und macht seine Anmerkung an die Seite. Ja. Hier dann ein bisschen kleiner, weil es schlechter aufgelöst ist. Und so kann man auch ein schlecht eingescanntes Dokument wunderbar digital bearbeiten. Man braucht es nicht ausdrucken, rumschleppen und dann nach 2 Wochen dem Altpapier wieder zufügen. Ja, es gibt hier noch ein paar mehr Sachen. Sprechblasen, wenn ihr sowas häufiger benutzt. Es gibt auch diese ganz normale Notizfunktion, die habe ich noch vergessen. Die nutzen auch manche Leute gerne. Also Control, Command und N. Macht eine Notiz irgendwo am Rande. Na, hoppala, komm her. Oder? Shift, Command, 7. Schauen wir nochmal nach, ob sich da was geändert. Anmerkung, Notiz. Oh, es gibt keine Tastenkombination mehr für Notiz. Dann müsste man die erstellen. Das haben sie geändert. Auch ich lerne nicht aus, wie ihr seht. Ich bin noch ein bisschen am Üben mit Mountain Lion. Und dann öffnet man hier an der Rand so eine Notiz, die dann daneben erstellt wird. Ja. Genau. Ja, ansonsten muss ich sagen, bin ich mit Mountain Lion eigentlich nicht ganz so zufrieden. Das gebe ich auch gerne zu, weil hier viele gute Dinge plötzlich deaktiviert wurden. Also viele Tastenkombinationen muss man sich selbst nochmal neu erstellen, obwohl sie eigentlich in der letzten Version schon da waren. Aber man muss nicht alles verstehen. Dann machen wir weiter mit dem Schreiben. Und zum Schreiben haben wir hier unseren Texteditor. Den könnt ihr öffnen, falls ihr ihn gerade nicht auf habt. Und wir brauchen einen Text. Und als Text holen wir uns mal hier, nicht den, genau da zeige ich normalerweise was anderes, wie man mehrere PDFs zu einer neuen PDF zusammenfügen kann. Wir nehmen hier von Amartya Sen den Anfangstext, kopieren den in unseren Texteditor. Wie ihr hier sehen könnt, ist das ein Dokument, wo man unterschiedliche Schriftarten verwenden kann. Es ist keine reine TXT-Datei. Da sind nämlich solche Hyperlinks und Fett und Klein und so weiter alles nicht möglich. Kann man aber einstellen, mit Command und Komma kommt man immer in die Einstellung von fast jedem oder von jedem Programm, also Command-Komma-Einstellung, kann man das hier in reinen Text umwandeln für Leute, die sehr puristisch sind, kenne ich einige, habe ich auch für die BA gemacht, dass man dann sozusagen sich nicht da in unterschiedlichen Größen und Schriftarten verheddert, dann wird alles eine Schriftgröße, eine Schrift, das gesamte TXT-Dokument umgewandelt. Auch wenn er von außen was reinkopiert, wird es dann so umgewandelt. So, und jetzt lernen wir ein bisschen navigieren in einem Textdokument. Und da gibt es natürlich erstmal die Standarddinger größer, kleiner machen. Größer, kleiner machen vielleicht. Apropos, mache ich es ein bisschen so, dass ihr auch nebenher sehen könnt, was ich denn da drücke. Weil ihr keine Fragen stellen könnt. Tut mir ein bisschen leid, aber so ist das im Leben. Im digitalen Screencast, wenn wir einen Livecast machen würden, wäre es anders. Also die erste Sache, die ich euch zeigen möchte, Command A, klar, alles auswählen, größer, kleiner machen. Ja, mit Plus, Minus macht man Dinge größer und kleiner. So, das geht auch im Einzelnen, wenn man nur ein Wort größer, kleiner machen will. Kein Problem. So, und Z, Command und Z geht es wieder zurück. Und dann andere Dinge. Zum Beispiel etwas fett machen. Command B.
Command B für Bold ist fett machen. Command I Italic ist kursiv machen. Und Command U Underline ist unterstreichen. Also fett machen, Command B unterstreichen, Command U Italic, Command I. Ja, das hilft einem schon mal relativ viel. So, jetzt habt ihr vielleicht gesehen, dass ich hier so komisch durch die Gegend springe. Wie mache ich das? Da gibt es auch ein einfaches Schema, das man einmal lernen muss. Am Anfang muss man sich dazu ein bisschen zwingen. Am Ende ist man damit doppelt so schnell in Texten beim Arbeiten. Wenn man nämlich in einem Textdokument mit seinem Cursor so rumspringt, ich springe jetzt hier gerade mit den Pfeiltasten rum, kann man die Command-Taste drücken und Command-Taste nach oben, springt man an den Anfang des Dokuments, Command-Taste nach unten, springt man ans Ende eines Dokuments. Machen wir unser Dokument mal ein bisschen größer. Command-C, Copy, Command-V, einfügen. Zack. Also, ich bin irgendwo in meinem Dokument, ich will ans Ende des Dokuments, Command-Pfeiltaste nach unten, Command-Pfeiltaste nach oben, geht's nach oben, das gleiche mit rechts und links. Ich bin irgendwo hier, ich würde gerne an Anfang die Zeile, Command nach links, ich würde gerne ans Ende der Zeile, Command nach rechts. Ja, das ist schon mal ganz hilfreich. Warum ist das hilfreich? Das sehen wir gleich. Wir springen zwischen einzelnen Wörtern her. Das machen wir jetzt erstmal genau. Also mit Command springt man vom Anfang zum Ende der Zeile. Mit der Alt-Taste springt man zwischen einzelnen Wörtern hin und her. So. Und auch zwischen einzelnen Absätzen. Ja, also rauf, runter zwischen einzelnen Absätzen. Der Alt-Taste gedrückt hin und her zwischen einzelnen Wörtern. So. Das meinten jetzt die meisten Leute, kann ich auch mit der Maus, geht vielleicht sogar manchmal schneller. Will ich gar nicht bestreiten. Richtigen Mehrwert bekommt das Ganze erst, wenn man das noch mit der Shift-Taste macht. Das machen wir erstmal mit der Command-Sache. Also wir sind jetzt mitten in unserem Dokument und wir würden gerne den Rest des Dokumentes, der unterhalb jetzt davon liegt, markieren. Wir drücken die Shift-Taste, drücken die Command-Taste und drücken nach unten und zack, alles was da drunter liegt, ist markiert. Gleiches nach oben. Wir drücken die Shift-Taste, wir drücken die Command-Taste nach oben, alles was da drüber liegt, ist markiert. Könnt ihr jetzt ausgeschnitten und wieder eingefügt werden. Ja. Gleiches gilt natürlich auch für Zeilen. Also wer hat die Shift-Taste gedrückt, Command-Taste nach rechts, Zeile ist markiert. Und auch von der anderen Seite, ja, Shift-Taste gedrückt, Command-Taste gedrückt nach links, ja, Zeile ist markiert. Und es gilt natürlich auch für einzelne Wörter. Jetzt dann aber nicht mehr die Command-Taste, sondern die Alt-Taste gedrückt halten. Wir würden gerne Publisher markieren. Shift, Alt, nach rechts, markiert. Geht dann auch mit mehreren Wörtern, wenn wir häufiger die Pfeiltaste drücken. Und da wird es dann interessant, weil man dann auch Absätze schneller rausnehmen kann. Hier Shift, Alt, nach unten, zack, ist der Absatz raus. Command, X, springen wir nach unten ans Dokument, einfügen, springen wir nach oben ans Dokument. Das muss man halt nur so ein bisschen üben. Und dann geht das relativ flott. Dann kann man nämlich auch schnell mal so zwei, drei Wörter kursiv machen, fett machen. Einfach mit den Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe. Das sind wieder nur 6 Tastenkombinationen, die man so ein bisschen verinnerlichen muss, damit es eben flott geht. Und da ist man dann schon erheblich schneller, als wenn man jedes Mal markiert. Ah, nee, doch nicht. Dieses Wort geht jetzt nicht. So. Also man ist einfach schneller, wenn man diese 6 Tastenkombinationen auswendig kann, weil wir alle arbeiten ja nicht nur an der Uni, sondern auch im Beruf, viel mit Texten heutzutage, viel mit E-Mails. Das sind die gleichen Tastenkombinationen, sowohl in Pages, sowohl in Numbers, sowohl im Texteditor, sowohl in Mail. Plus, Minus, Shift, Dings. Das klappt in allen Programmen übrigens mit dem zur Seite springen und markieren. Das ist jetzt nicht nur Textedit. Das klappt auf dem Mac. Überall lernt es einmal auswendig. Verinnerlicht es so ein bisschen für 2 Monate. Und danach könnt ihr euch nicht mehr vorstellen, ohne das zu arbeiten. Und alle Leute fragen sich, warum ihr so schnell durch euren Text da durchkommt. Jetzt, wo ich gerade dieses Fenster schließen möchte, ja, also Command B machen wir ja da, hat sich jetzt bei Mountain Lion was getan. Und zwar Mountain Lion möchte jetzt, dass wir gerne all unsere Dokumente in so einer Cloud speichern. Will ich jetzt aber nicht. Hätte es gerne auf meinem Schreibtisch. Kann ich das da speichern? Test. Nenne ich das jetzt mal.
Bei Mountain Lion gibt es nämlich noch was Neues. Das hat sich nämlich jetzt schon bei Lion etabliert. Damit muss man erstmal so ein bisschen sich dran gewöhnen. Das gilt für, auch für PDF-Dokumente. Es gibt nämlich hier oben die Möglichkeit, alle Versionen durchzugehen und zu schützen. Man kann dann nämlich durch die einzelnen Versionen des Dokuments durchgehen. Das sieht dann so ein bisschen aus wie in der Time Machine-Version. Und dann kann man eine ältere Version wiederherstellen. Es geht auch bei PDFs, glaube ich. Es geht auf jeden Fall auch bei Pages-Dokumenten. Ja. Also, dass man hier dann weiß, okay, die werden, glaube ich, 14 Tage gespeichert. Und so lange kann man hier wieder alle Versionen durchgehen. Und wenn man sagt, ich bin fertig mit dem Dokument, dann geht man hier einfach auf Schützen. Okay. Aber ihr könnt also sozusagen, wenn ihr sagt, hey, es war von der Stunde alles viel besser oder irgendwie habe ich was falsch gemacht, dann geht ihr einfach in eine Version zurück und stellt eine alte Version wieder her. So. So viel zum Schreiben. Jetzt machen wir ein bisschen was zum PDF-Bearbeiten. Und eine ganz wichtige Sache beim PDF-Bearbeiten ist, Dinge zu unterschreiben. Die Unterschrift hat meines Erachtens sowieso jede Authentifikationsfunktion verloren, aber trotzdem ist sie manchmal wichtig. Und um den Papierkram schneller machen zu können, macht es einfach manchmal Sinn, digital zu unterschreiben. Und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Wir öffnen die Vorschau und drücken wir Command und Komma. Und da gibt es diesen Bereich Signatur. Und da kann man dann eine Signatur erstellen. Und zwar, indem man ganz simpel, das bin jetzt ich, ja, das sieht gruselig aus, gibt das zu, das ist die Invertierung. Jetzt sehe ich da, ja, sehe ich vielleicht immer noch gruselig aus, indem man einfach unterschreibt irgendwo. Also normalerweise hält man hier seine Unterschrift davor und dann wird die gescannt. Genau, wunderbar. Hat geklappt. Also, es sieht normalerweise besser aus. Ich mag sein, dass es hier gerade kein Traglicht ist. Kann man das akzeptieren? Und dann kann man damit Dokumente unterschreiben, indem man, dieses Menü sucht dich genau. Hier gibt es dann diesen Punkt Signatur. Und die kann man dann unter irgendein Dokument drunter setzen. Und wenn man dann das Dokument speichert, dann ist sie da fest verwurzelt. Und man hat das Dokument fest unterschrieben. Ist ganz nützlich teilweise für Papierkram, also sieht das hier nicht so toll aus, aber wenn ihr es bei euch selbst versucht, werdet ihr sehen, wenn ihr es bei Tageslicht macht, es klappt ganz gut, die Unterschrift wird gut gescannt und so kann man Papierkram per E-Mail digital erledigen, ohne dass ein einziger Brief verschickt werden muss. Geht natürlich nicht bei allem, aber bei dem, so was man so standardmäßig unterschreiben muss, geht es ganz gut. Es gibt jetzt bei Line die Möglichkeit, eine Taste, wie zum Beispiel das E, wo es ja Affront-Debut und so weiter gibt, gedrückt zu halten. Und dann schreibt er mir nicht mehr 10.000 E, sondern er gibt mir verschiedene Optionen an, die ich dann halt schnell mit der entsprechenden Nummer auswählen kann. Und das ist manchmal ganz praktisch, so dass man nicht jedes Mal komplett die ganze neue Tastatur lernen muss, sondern einfach die Sonderzeichen, die man so braucht, schnell zur Verfügung hat. Ja? Also einfach den Buchstaben gedrückt halten. Wenn es dazu in diesem Buchstaben irgendwelche Sonderzeichen gibt, dann die entsprechende Taste drücken. Als nächstes machen wir eine kleine Reise durch die ganzen tollen Programme, die beim Mac schon von Anfang an mit dabei sind. Denn auch da habe ich in den Kursen immer wieder gemerkt, dass Leute gar keine Ahnung haben, was alles schon dabei installiert ist. Und es dann doch meistens Dinge sind, die sie gerne nutzen würden. Deshalb gehen wir jetzt mal hier in die Programme rein und schaut uns verschiedene Programme an. Da gibt es, wir fangen einmal mit den Dienstprogrammen an, mit den langweiligen Sachen. Da gibt es schon mal eine Menge Informationen. Hier gibt es nochmal ein Programm für die Bildschirmfotos, also für die Tastenkombination, die wir vorher gemacht hatten. Es gibt den Bootcamp Assistant, der einen ganz leicht hilft, eine zweite Partition einzurichten, sodass man auch noch Windows nativ, also direkt installiert auf einem Mac installieren kann. Es gibt das Festplattendienstprogramm, was auch unglaublich praktisch ist, um neue Partitionen zu erstellen, um alte Sticks zu ändern, um Verschlüsselungen zu erstellen und aber auch um Festplatten, alte Festplatten sicher zu löschen.